Guten Tag, liebe Sportfreunde. Wir melden uns hier an diesem herrlichen Vormittag von der 27. Blödel-Olympiade. Und zu Beginn gleich der Höhepunkt des heutigen Tages, der 100-Meter-Lauf der Männer ohne Orientierungssinn. Auf die Plätze! Achten Sie vor allem auf die Innenbahn, auf Stig Olafsson, den schwedischen Blödel-Medaillengewinner. Und das ist schon das nächste Finale. Die 5000 Meter der Männer, die nicht hören können. Auf die Plätze! Fertig! Wir kommen gerade noch rechtzeitig zum Start der 2000 Meter Brust der Nichtschwimmer. Wir werden noch einmal hierher zurückkehren, wenn die Leichen herausgefischt werden. Bis dahin ein kurzer Blick zum Start des Marathonlaufs der Männer mit Sextanerblase. Dieses Jahr gab es enorm viele Meldungen. 44 Athleten aus 29 Nationen. Alle mit einer ungeheuer schwachen Blase. Bereit für das längste Rennen der Welt. Und sie brennen förmlich darauf, dass es losgeht. Auf die Plätze. Fertig. Zweiter Startversuch der Männer, die nicht hören können. Auf die Plätze! Fertig! Wir sehen den deutschen Hochsprungmeister bei seinem ersten Versuch. Hier, beim 3000 Meter Hindernislauf für Männer, die glauben, sie seien Hühner, sind noch 4 Runden zu laufen. Bis jetzt war es ein langsames Rennen. Wir sind jetzt beim dritten Tag und wir erwarten das Ergebnis in ungefähr 5 Wochen. Leider gab es einige Zwischenfälle. Der kanadische Meister Abe Siegel hatte das Pech, hinter der ersten Hürde einige Körner zu entdecken. Und seitdem picken sie dort alle wie wild. Die britische Hoffnung Martin Antill hat sich vom Start weg vom Feld gelöst. Er hat sich nun hier an dieser Hürde niedergelassen. Der Starter des 5000-Meter-Laufes hat es inzwischen mit MG, Mörser und Kanone probiert. Aber nichts konnte die Läufer bewegen. Jetzt wird er es Ihnen zeigen. Die Marathonläufer mit Sextanerblase haben inzwischen das Stadion verlassen. Es führt Ian McKellen, nein, Sven Bortlander, nein, Nkwame Mboko, nein, Manuel González, nein, Ferenc Kocsis, Kento Peng, nein, Georgi Wasilawenski, Hans-Dieter Märterer, Luigi Agostini, nein, Michael Bittins, Konstantin Apollodemus, nein, Heinz Schöttler, Anatol Bodrum und Johnny Taylor, nein, Ferenc Wasilawenski, Manuel Mboko, Kento González, nein, Georgi Wasilawenski. Wir müssen diesen Wettbewerb jetzt verlassen, denn es ist Zeit für das Finale des wohl spannendsten Laufs dieses Nachmittags, die 1500 Meter für Männer und Mütter. Wir befinden uns hier beim Einlauf in die letzten 200 Meter. Der amtierende Meister Horst Lungen und seine Mutter haben den Anschluss an das Feld verloren. Sie musste unbedingt noch etwas Spülmittel kaufen. An der Spitze Mario Pirelli und seine Mutter, sie hat sich von ihren Schuhen getrennt, denn ihre Füße brannten wie Feuer. Oh, das kam von der anderen Seite des Stadions. Letzter Wurf des Russen Pyotr Suslov beim Hammerwerfen nach Amerika. Ugh!